Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Wendel 1974. Ja, ich habe gerade mit dem MS Standard ein paar Sachen aufgenommen, die seht ihr dann in den nächsten Tagen, aber poppte gerade eben auch noch eine Mail hoch. The Angry Video Game Nerd 2 Assimilation ist da. Ich habe das Ding schon vorbestellt, kannst du sehen, ging der Download relativ flott. Ich denke, ein paar Leute werden mit Sicherheit in den nächsten Tagen ein Let's Play dazu machen. Das, was ich jetzt schon gesehen habe, war geil. Ich bin ein Fan des ersten Teils. Ich fand das wirklich geil, also wer Fan des AVGN ist, der hat das Game. Ja, der braucht nicht unbedingt den Film sehen, aber die beiden Games muss man haben. Und ich zeige euch das mal. Allein schon der Soundtrack ist wieder göttlich. So müssen Retro-Games sein. Und nicht was anderes. So, wir machen was Neues. Also ich habe einfach mal getestet. So, wir machen das easy. Ich will ja einfach euch mal ein bisschen was zeigen. Es war ein perfekter Tag auf dem Planeten Erde. Die Sonne strahlte und alle waren glücklich. Überall freuten sich die Leute an der Sonne und an einem natürlichen bisschen Bier. Plötzlich kam ein Strahl aus dem Himmel und traf die Erde und traf jeden und alles. Der Strahl veränderte die ganze Welt in ein shitty Videogame und jeder war auf einmal ein Pixel. Außer bis der nervsackende Nerd. Nerdroom. Oder Moment, er spricht ja sowieso mit meinem Kopf. Was zur Hölle ist mit meinem Haus passiert? Wieso sieht das aus, als bin ich wieder in einem beschissenen Videospiel? Fuck! Ich muss mir Fax einbauen, damit ist das realistischer. Ich muss gleich noch was anderes machen, weil ich muss ja noch eine höhere Stimme haben, weil ich weiß gleich schon, was kommt. Was zur Hölle? Ich denke, ich sollte einfach mal Taste 2 drücken und dann einfach mal die Waffe abfeuern. Hey, gut, dass du mich gerettet hast. Ich bin frei. Ach, schon wieder dieses Arschloch aus dem letzten Spiel. Was zum Fuck geht hier ab? Du musst mir helfen, die Welt wieder zu normal zu machen. Warum denkst du, dass ich das will? Nun, dein ganzer Kram wurde gestohlen. Was? Ach, das reicht. Du musst die Welt retten, Nerd. Ich sag dir wie. Seit sie haben hier ein beschissenes, abgefucktes Tutorial. Das ist auch. Genießt übrigens die Referenzen. Da sind Milliarden. Jetzt schon. Hey, bist du hier hingekommen? Drücke einfach 0 zum Springen, Nerd. Und wenn du nach unten drückst und springst, springst du höher. Ah, was für eine Überraschung. Das ist ein Checkpoint. Ach was. Ich weiß. Das besonst sie schon wieder seit... Sie benutzen schon wieder den Kram aus dem ersten Spiel. Okay. Dann guck mal, ob du das nächste selber rausfinden kannst. Oh, fuck yes. Irgendein Grund, warum es hier bodenlose Löcher in meinem Haus gibt? Ach ja, weil es ein beschissenes Video ist. Typischer Insider-Game. Okay, man kann nicht jetzt überspringen. Okay. Beim 5-Minuten-Training habe ich übrigens sofort die Stage mit Kopf gespielt. Ja, aber wir kennen das. Ja, und ja, alles klar. Weg damit. Man kann übrigens auch mit der Waffe, das kommt aber gleich noch, die auch in andere Positionen machen. Die Steuerung ist um einiges besser geworden als im ersten Teil. So, Power Up. Ich habe deine Schlappen gefunden. Nun kannst du mehr an der Wand rum kraxeln. Gib schon her, du Arschloch. Du hast ein Upgrade. Und jetzt können wir nun Pause machen. Das ist übrigens das Sex Force, da geht's um nichts drum. Erfahre gleich noch. Also keine Zelda-Referenz. No way. So, genau. Bla. Heißig. Komm. Genau. Danke. So, man kann nämlich auch jetzt einen Walljump machen.
Bier füllt deine Energie wieder auf und macht vieles besser. Ja, und sorgt dafür, dass die Menschheit sich vermehrt. Endlich machst du Sinn. Oder endlich sagst du, was sinnvoll ist. Das ist die Fuckbomb. Das ist deine Secondary Weapon. So, das machen wir jetzt mal eben. Sag mir nicht, wie ich spielen soll. So, ein paar Robs kaputt machen. So, auf geht's. Nerd! Nostalgic Critic? Was machst du denn hier? Und warum warst du nicht im ersten Spiel? Ich habe das erste Sexforce-Teil in deinem Keller gefunden. Sexforce? Was für ein beschissener Name ist das denn? Und wenn ich 6 Teile davon gesammelt habe, dann kann ich die Welt retten und sie erobern. Hey, ich will nur meinen Kram zurück. Haha, ich hab deinen wertvollen Kram gestohlen und in der ganzen Welt verteilt. Du verdammtes Arschloch, jetzt reicht's. Stirb, Nerd, und denk nicht mal drüber an, dass... Keck? Hier? Keine Ahnung. Deine Energie wieder herstellen kann. Boah. Bla. Ich denke, ich muss davon 5 mehr sammeln. Ach, ist das dumm. Bla. Zack. Ach. Nun kletter die Leiter hoch. Und genau, umspringen auf diese Stelle. Habe ich den Stelle geklärt. Fuck Tutorials! Warum muss ich mein Haus denn hochjagen? Weil ich so. So. Das ist die World Map. Du kannst in jede Richtung gehen, die du magst. Genug. Tutorials over. Ich kann das schon selber. So, wenn du in einem Level nicht weiterkommst, suche die Option Fuck It! Fein, jetzt halt die Klappe und lass mich hier rein. Ich werde schon die Welt retten. So. Kann man da was machen? Nee. So, komm mal gucken. Dookie Dookie Panic. Guck was hat man. Ghouls and Garbage. In Ninja Gaiden habe ich reingeguckt gerade. Hier. Geh doch mal da ein. Haha, das ist geil. Was zur Hölle ist passiert mit der Farbe? Geil. Geil. Haha, es ist geil. Okay, wir machen ihn sofort platt. Kann man wahrscheinlich auch nicht töten. Ne? Oder? Doch, kann man. Was blutet, kann getötet werden. Das hat uns schon Arnold beigebracht. Ja. Nein! Stacheln nie gut. Nie gut. Nein! Ah, war doch klar. Komm, gucken wir uns mal einen anderen Level an. Ich wollte euch ja nur mal so einen Eindruck geben. So, dann zeige ich euch mal den Ninja Gaiden Level. Den Nerd Gaiden One. Ah, ist das geil. Zack. Also ihr müsst mal gucken, was der Kram gerade kostet, aber für jeden, der einigermaßen den Humor versteht und die Referenzen, das ist gut. Abgesehen davon, das ist Retro-Style. Ich muss übrigens gucken, dass da nicht irgendwelche Porno-Referenzen drin sind. Wie im ersten Teil mit Beat It und Beat It und... Ja.
Erzgemeinde. Den haben wir noch im Angebot. Machen wir mal eben den. Den Hippo Hell. Geil! Board Games. Ich hasse Brettspiele. Okay. So, Mann. Der Wurzleib-Key. Das ist bis jetzt die seltsamste Musik. Aber das mit der World Map ist richtig cool. Ist wahrscheinlich um einiges länger auf das Game als Teil 1. So, das weiß ich, der ist tot. Deswegen springe ich selber runter, weil ich ein Vollidiot bin. Ja, war auch wieder gut. So, den haben wir. Habt. Wer übrigens tatsächlich den AVGN nicht kennt, ja, für die zwei Leute da, tut's euch an. Achso, Turtles Level, ne? Geil! Das ist ja geil gemacht. Geil! So stehe ich doch. Haha! Es riecht nach Scheiße hier! Ja, ist ja auch ein Sewer-Level. Deswegen auch die lustige Anspielung. Geil. Okay. Okay, nicht ganz, aber das muss ich auch nicht sagen. Gehen wir mal zu Action 52. Wo war's? Da war's. James Mugita in. Schön. Ah. Schön. Stimmt. Das ist seine Version von E.T. Stimmt. Aus seinem eigenen Film. Ja, ja, der sah so komisch aus. Aber was geil ist, abgesehen davon, dass ich gerade scheiß im Hof bin zum Zocken, endlich darf ich hier 20.000 Fäkalwörter sagen, ohne dafür auf die Startseite zu kommen. Das ist toll. Das war immer schon mein Ziel. Was wirklich gut ist, es fängt den Charme ein. Es hat auch viele Spielmechaniken, die man eigentlich aus diesen typischen Retro-Games kennt. Wo kommen die denn hin? Und nicht dazu. Aber die Musik ist wieder verdammt klasse. Also bitte mehr davon. Das weiß ich nicht, falls jetzt irgendeiner sagen kann, mach ein Let's Play dazu. Das kann ich euch, weiß ich nicht, nur versprechen. Wenn ich das nicht 25.000 Mal editieren muss. Und beim ersten Teil war es so, ich hätte euch einen einzigen Level überhaupt nicht zeigen können. Das ist total geil. Aber ich kann euch nochmal das erste Game nochmal zeigen. Das ist das. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Weil geil ist das. Und jetzt machen wir es einfach so weit wie ich komme. Ja. Geht doch. Mit Portal auch! Geil! So. Ach, wollte ich da ein bisschen umgehen. Na komm. Ja, ja, genau. Runtergleiten lassen und dann das abholen. Ja, ja. Wall Slide. Aber was für ein geiler Soundtrack.
Ich glaube, ich habe auch die Soundtrack-Edition. This was the best part of a movie. Portale springen? Wie geil ist das denn? So. Ah, schönes Ding. Also man muss natürlich Fan sein von dem Game und Fan auch von James Rolfes Werken. Aber ansonsten würde ich sagen, geiles Ding. Und wenn ihr wollt, kann ich auch mal irgendwann noch was vom ersten zeigen und sonstiges und vielleicht auch mal ein bisschen mehr davon mal gucken. Ich finde das schon geil. Ich werde das jedenfalls auf jeden Fall privat zocken, das weiß ich. Und für die Leute, die das interessiert, da können auch zugreifen. Ich werde alles Wichtige in der Beschreibung machen. Für die Leute, die keine Ahnung haben, was das ist, die können sich mal Cinemassacre seine eigene Seite angucken, seinen eigenen YouTube-Kanal, seine eigenen Sachen. Das ist eigentlich sozusagen die Referenz für Retro-Gaming, weil der hat das dafür gemacht, wofür wir alle da sind. Das muss man einfach so sagen. Und auch wenn nicht alles wahnsinnig meine Zustimmung findet, auch bei den letzten Sachen, da ist schon ordentlich ein bisschen Luft raus gewesen, aber er ist immer noch da, wo er hingehört. So, ich bin euer Mr. Wender 1974. Die Indie-Perle geht gleich hoch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.